Moin meine kleinen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Secret Hitler. Heute mit sechs... Wie fröhlich er ist. Ja, noch, Jay ist noch. Hitler. In seiner heute Rolle. Heute mit sechs Pseudofaschisten. Dado, Peter, Sepp, Mikkel und Dadosch. Und endlich wieder Dadosch. Secret Hitler. Ja, es ist Seine zurück. Stimme ist bei Dadosch hochgegangen. Die beiden sind zusammen Dadosch. In einem Team. Ich schaffe hier das normal. Mein Fascho. Und er hat mich mit einer hohen Stimme vorgestellt, deswegen. Können wir ja mal würfeln, wer gewinnt. Wer gewinnt? Ach so, ui. Es gewinnt. Okay, Spiel ist vorbei. Sepp gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. GG. Sepp kann seine Karte wieder unterhalten hat lassen. Das heißt, ich bin der Letzte. Das ist ja schon wieder belastend. Ach, nee, Peter. Ich hab dich. Nee, eigentlich bin Direkt-Teaming. Direkt-Teaming. Okay, schwierig. Vielleicht will ich das gar nicht. Jetzt bin ich gerade. Hä, warte mal, gerade hast du dich beschwert, dass du jetzt. Ja, ich will aber lieber der Präsident als der Kanzler. Ja, let's go. Ja, du bist aber erst in sechs Runden Präsident. Nee, in fünf. Alles, was Sepp sagt, finde ich gut. Ich glaube, ihr legt was Blaues. Ich glaube auch. Peter muss noch wählen. Ja, ich bin am Überlegen gerade. Ich glaube, deine Stimme zählt nicht, Peter, ist eh egal. Ich glaube, da hast du recht. Okay, Peter. Aber dementsprechend habe ich mich deiner ersten geschlossen. Runde eine rote legen, Peter, ist doch vollkommen in Ordnung. Also hau rein da. Ich will aber nicht. Wir sollten vielleicht sagen, dass es nur einen Faschisten und einen Hitler gibt, ne? Also, ja, sehr gut, Mikkel. Ja, danke. Weil wir sechs Leute sind. Gibt es da nicht zwei Faschisten, aber einen Hitler? Ja, also. Oh, Dalu, vielen Dank. Danke. Kein Problem. Ja. Hitler war Faschist? Wait. Ey, der hat gerne Hackfleisch gegessen, habe ich doch herausgefunden letztens. Gebäm! Na, nice. Ja, ich freue mich für die Allgemeinheit, aber ich bedauere, dass wir zwei Blaue weglegen mussten. Als ob du drei gezogen ich hast. Ich habe drei Blaue gezogen. Nein. Holy shit, ey. Also ich kann zumindest bestätigen, dass ich zwei hatte. Ja. Mikkel, wir voten die Runde nicht nach hinten, habe ich gehört. Ne? Also nach vorne. Wir müssen jetzt schnell mischen, damit das bringt wir hier ja richtig viel. Okay, Freifahrtschein. Und ja, Sepp und Peter könnten auch die Faschos sein. Das ist ja sehr gut, Mikkel. Genau so. Wir haben eine Frage in die Gruppe. Bitte mal eben kurz zuhören. Ich habe eine gemischt. Frage. Wenn ich jetzt, ich bin ja liberal und ich habe kurz darüber nachgedacht zu sagen, dass ich nur zwei Blaue gezogen habe, um nachher irgendwann zu revealen, dass wenn es nicht aufgeht, hätte das Sinn gemacht? Das ist eine gute Idee, mach das jetzt noch. Du wärst wahrscheinlich erschossen. Was hattest du gezogen? Kommt halt drauf an, wie gut die anderen Faschisten sind, wenn du ein Liberaler wirklich bist. Aber das hätte doch keiner, das hätte uns alle verwirrt hier. Ja, ne, das habe ich auch gedacht. Dann lieber mit offener Karte. Ich sehe den Vorteil nicht, als Liberaler zu lügen, ehrlich gesagt. Warum möchtest du eigentlich mich zum Kanzler machen? Ey, ich glaube, es hat viel Potenzial für das Video, wenn wir uns jetzt hier reinreiten. Richtig, aber... Wenn du lügst, lügt der Fascho ja am Ende auch. Ja, dann müssen die Liberalen sich entscheiden, wem sie glauben. Ja. Und entweder bin ich im Abseits oder wir sind Gewinner. Ja. Ich möchte mal kurz sagen, dass Mikkel hier unsere Regel nicht beachtet. Ja, nee, ich will auch nicht. Weißt du, Mikkel wird mich jetzt da in die Roten. Ich finde das gut. Das ist aber echt schade jetzt. Ich habe an den Verlauf des Videos gedacht und ich dachte, wir müssen Jay frühzeitig einbinden. Ja, danke, das ich ist auch. Sehr nett von ja, dir. Ja, genau, Metagaming ist verboten, Alter. Der Meinung bin ich auch eindeutig. Also ich finde es gut, dass Jay jetzt eine Chance hat, eine Blaue zu legen. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall eine Blaue legen. Ich tue auch alles dafür, denn die Demokratie sagt verdammte Scheiße. So, also ich erwarte viel, Jay. Ich früher was gesagt, ich habe leider AFK, Brain AFK einfach ja gelegt. Und du darfst bei Secret Hitler niemals irgendwas Brain AFK machen. Ja, aber die ersten Runden. Vor allen Dingen nicht man, reden. Also die ersten Runden spricht doch nichts dagegen, ja zu wählen. Ja, doch, das fand ich fishy jetzt schon alles. Ja, das fand Mickey ich jetzt steht jetzt auf auch meiner fishy. Liste. Ja, guck mal, dann. Hast du Jay, mach das jetzt. Aber ich habe von Mikkel nicht so einen Move erwartet, also. Was für ein Move? Was, das war jetzt schon ein Move, jemanden außerhalb der Reihe zu wählen. Ich jetzt schon alles fertig, ey. Ha. Ja, hier keine Kommentare von den Leuten, die die Karten haben, bitte. Groß. Ja, bitte da jetzt. Ich habe jetzt schon was rausgehört. Ah, Mist, ja. Leider rot, hat er gelb, schon grün. Aber er hat eine blaue weggelegt, so klang das nämlich. Aber ich muss sagen, er hat ganz schön lange drüber nachgedacht, dafür, dass er zwei rote hat. Ich habe überlegt, ob ich die blaue nehme oder ob ich die rote nehme. Mikkel frontet ihn, Mikkel ist safe, Fascho. Du bist das, okay. Ich habe drei rote gezogen, wenig überraschend, ne? Also. Hä, ich hatte aber eine blaue. Wenig überraschend. Hä, Sepp hat gelogen, und dann er legst du eine rote? Blauen. Ja. Sepp hatte eine rote weggelegt, jetzt haben wir euch. Dann ist das schon wieder alles scheiße.
Scheiße. Ich hab Nein gemacht, weißt du, jetzt hasst ihr mich wieder alle. Nein, Jay, Nickel ist ja doch, ist schon richtig. Nickel ist ja böse, Jay. Oh, das wird schon so gut, ey. Das Spiel ist schon jetzt verloren. Nur 5 Minuten gedauert, glaube ich. Das Spiel ist wirklich lost. Peter kann wieder gewählt werden, dadurch hat er eine blaue gelegt. Könnt mich nicht wählen. Okay, ich bin beides. Dadurch. Ja, also ich würde Peter wählen. Ultimate Power. Das ich will nicht gewählt werden. Dado, nimm Dado. Ja, nimm Dado, den hat man doch gar nicht. Genau, drück den mal schöne Rode rein. Ich kann einfach mitvoten, weh doch Peter. Nee. Hier trägt jeder sein Teil dazu Dado bei. Dado ist der Nächste, der auch verschuldet ist, alles klar. Nee, jetzt, du hast auch gerade ein Ja bei mir gemacht, mein Freund, ja? Da musst du jetzt auch gezwungen deine Roten legen. Peter war frei, der ist schon ne? Ja. Ich hab den Ball zu Peter. Tja, Dalu. Irgendwer muss die rote legen. Ich lege jetzt eine blaue. Das fände ich schön. Das wäre sexy. Da hätte ich jetzt nichts gegen. Außer Dalu zieht nochmal drei blaue. Ja, da, er hat gar nicht überlegt. Ja, weil er drei blaue hat. Oder drei rote. Ja. Wenn wir denn auch groß überlegen. Ach komm, fickt euch doch. Ah, das kannst du mir nicht erzählen, dass er zweimal hintereinander drei rote hat, oder? Dadosch, waren da denn drei rote? Ja, Dadosch. Oder waren da zwei rote und eine blaue? Wollen wir das Pre-Meta-Gaming eigentlich noch erwähnen, was Mikkel am Anfang hatte, bevor die Aufnahme losging? Dass er Panik hatte, weil Peter seine Rolle gezeigt hat? Er hatte seine Rolle nicht gezeigt. Peter hat seine Rolle gezeigt? Hab ich nicht. Nein, hat er nicht. Aber Mikkel so, oh, ich hab schon Angst gekriegt, dass sie gezeigt wurde. Ja, klar, weil wir dann Peter hätten alles wieder neu einstellen müssen. Darf ich hier irgendwas machen? Nein, darf ich gar nichts. Lohnt sich nicht mal. So, das sollte man sich vielleicht vorher angucken, bevor man die blaue wegwirft. Dann muss Dadosch das bestätigen. Er hatte die Wahl übrigens. Also, ach Mann, sag das doch nicht. Ich dachte, du bist der Kollege. Oh Gott, ich hasse Ene, alles. Mene, es ist, wir wissen Ene, Mene, Miste, noch gar nichts. Ich Finger nicht, ich fiste, Ene, Mene, Mac und du bist weg. Naja, also das nee, ich werde dich, Mikkel, nochmal wählen. Auf keinen Fall. Doch, du hast mich jetzt ausgesucht. Nee, am Arsch. Nee, da komm, du hast mich ausgesucht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Peter als Einziger eine blaue gelegt hat und deswegen sehr wahrscheinlich nicht gleich. Was ist das denn jetzt für eine Demokratie? Was ist das denn für eine Demokratie? Was denn? Ich bin, lass mich Ene, Mene, Miste hat nichts mit Demokratie zu tun. Na sicher. Da kann ich erst so was initiieren. So ein Ritus. Also, seit dem Kindergarten. Niemanden, das ist Tradition. Der sich nicht an Ene, Mene, Miste gehalten hat. Ich weiß ganz klar, wie mein Voting ausfallen wird. Sowas kann ich nicht unterstützen. Ich werd auf jeden Fall nicht nochmal dich nehmen, ich nachdem wir eine rote gelegt haben. Ich bekämpfe den Verfall der Demokratie. Damit instant, wenn wir nochmal eine rote legen sollten, weil jetzt einfach nochmal die Scheiße passiert, bin ich eh am Arsch. Das kann ich nicht unterstützen. Wieso will die nicht? Wieso ist Peter denn dagegen? Immer für Peter. Ja, weil Jay eine Rode gelegt hat. Genau, ist klar. Was? Ich bin so am Arsch. Er ist jetzt auf A, er ist, ja, Jay ist fast schon mal hört's in der Stimme. Okay. Ja, wo hat man denn Stimme jetzt gehört? Weißt du, dieses quälende. Oh, wieso auch quälend? Ich werde heute ein ganz entspanntes Spiel machen. Ohne mich aufzuregen. War eine gute Entscheidung, heute einfach nur reinzutreuen. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, wir trollen alle gerade einfach hier rein. Ja, guck bisschen. Mal, wie lustig es ist. Ich will vernünftig spielen. Jetzt gib mir eine blaue. Ja, als Hitler will man auch. I try. Peter, jetzt sind schon so viele blaue weg. Ich glaube, da kommt gar keine mehr. Das kann gar nicht sein. Da muss eine blaue jetzt bei sein, ja, oder? Ja, aber Mikkel und Dadosch haben richtig hardcore verschwinden lassen. Wisst ihr? Alter! Das Alter! Kann nicht sein. Jay ist raus. Jay. Ja, ich bin raus, ins kleinen Ficker. Jay. Nee. Was, hat Peter die Wahl? Hatte Peter die Wahl? Nein. Ja, natürlich, Peter. Du hast jetzt auch drei rote gezogen. Peter, ich hab dir doch zwei blaue gegeben. Achso! Warum hast du denn ja, Moment, aber stopp, doch vergraben. Aber wenn wir jetzt mal runterrechnen, dreimal drei rote. Das kann jetzt nicht sein. Dreimal drei Rote. Das ist langsam das ist schon sehr, sehr fishy. Also ja. Mindestens einer von Mikkel, Dadosch oder Jay ist. Ich ziehe Ich ziehe meine Schlüsse daraus. Jay, du bist genauso drin. Aber Jay, ich weiß, aber ich ziehe trotzdem meine Schlüsse daraus. Was soll ich denn sagen? Für Jay, Dadosch oder Mikkel, wenn einer von den Liberalen ist, ist es die Superposition, weil dann wissen sie, dass einer von den anderen. Dann habe ich eine Superposition. Das stimmt. Ich habe eine Superposition. Ich bin einfach gerade absoluter Mittelstürmer. Was darf ich denn jetzt hier machen? Da ist einfach ein Liberaler und zwei Faschos und alle sagen, ich habe eine Superposition. Dann gönne ich
ich mir doch erstmal hier. Guck darf mal, das der ist aktive doch mal hier Präsident schön. Oder der, der als nächstes gewählt wird? Der, der gerade die rote Karte gelegt hat. Oh, deswegen habe ich die doch extra Moment, gelegt. Moment, das war doch aber Peter. Ich bin der Präsident. Ja, okay, Peter ist ja, nur der Lappenkanzler. Boah, jetzt hat ich der darf zwei geil. Boah, der redet schon faschistisch. Ja. So, Jay, wie viele Rote sind denn da? Huiuiui. Schon wieder drei. Ich sag mal lieber nix. Hä, wieso? Hä, wieso nicht? Dados, nee, sollte ich was sagen? Jay, wen ja, von Mikkel oder Dados würdest du jetzt lieber wählen? Hä? Sollte ich was sagen oder soll ich nix naja, sagen? Wenn eine Blaue wieso dabei nicht? Ist, solltest du was auf jeden Fall sagen, damit würde der nächste Präsident den Druck hat, die Blaue zu legen. Genau, dann kann er nicht schummeln, dann kriegen wir eine Blaue. Vor allem finde ich viel besser, wir könnten sogar skippen und die Blaue forcen, wenn die oben liegt. Hm. Ja, aber dann kriegen wir danach, was, wenn da eine Blaue und zwei Rote liegen, ja, dann kriegen, ja, aber dann ist, ja, dann wir wissen wir danach. Aber wenn er zwei, ja, wenn er zwei Blaue hat. Blaue, aber ohne Info. Ja, aber was ist, wenn er jetzt zwei Blaue und eine Rote war, dann hätten ja, wir ja zwei er, Blaue. Kann safe. Er das nicht einfach sagen? Ja, soll er ja. Ja, ich kann gerne sagen. Ja, sag ja, mal. Erzähl. Drei Rote. Nein, na, komm, als ob. Jay ist 100% ja, verschissen. Fuck you all, fuck you all. Wenn da, also, was, wie viele Blaue sind in dem Stapel drin? Fünf, richtig? Sechs. Eine. Zwei, drei, vier, fünf und eine mehr. Sechs ja, Stück. Ja, so, wir haben jetzt schon drei neun. Sind weg. Angeblich nach der hatten wir neun Rote. Und jetzt kommen noch mal drei, also zwölf Rote. Das heißt, da liegen dann noch sein. Zwei. Ganz das, unten das zwei kann blaue. Ich sagen, ja, das kann halt so einfach nicht sein. Okay, pass auf, die einzige Lösung ist dann, dass Mikkel und Jay zusammen Fascho sind. Er hatte zwei blaue und eine rote, die ihn okay, wahrgelassen lassen und die callen drei rote. Ich hatte safe drei rote. Sepp hat keinen Grund zu lügen. Er kann keine rote, also er hätte eine rote verschwinden lassen können, macht keinen Sinn. Das wäre ja dumm. Also drei blaue, ich hatte drei rote und Mikkel und Jay rote. Spielen mit zusammen. Wem? Warte mal. Also du sagst, Mikkel und Jay können zwei blaue wegmachen. Moment, Peter und Jay haben auch hatten das ja nochmal gewählt. Ja, ich könnte es auch rein. Du warst mit Peter, ne? Dados? Ich war mit... Wen hast du gewählt? Dados hatte mich gewählt. Ach, genau, mit Dalu. Also Dados und Dalu haben zwei blaue weggemacht oder Mikkel und Jay. Aber Jay und Peter auch, mal, oder? Aber pass auf, es muss doch nicht mal sein, dass zwei weg sind. Was ist, wenn Dados eine weggelegt hat oder Mikkel eine weggelegt und Jay. Also wenn da zwei von denen eine blaue weggelegt haben. Ja, klar, das geht. Ja, das geht das auch. Würde gehen, aber aus meiner Position geht das halt nicht. Deswegen sage ich das halt so, klar, wie ich das denke. Deswegen, natürlich auch aus deiner würde das gehen, weil Mikkel und Jay eine weggelegt haben können. Genau, jeder eine, das wird auch. Theoretisch könnten auch Dados und Dalu zwei blaue. Achso, klar, ja, klar, Mikkel und Jay, ja, klar. Das ist richtig, Peter, Mikkel. Ja. Das geht es auch. Gibt noch eine andere Option, Leute. Und zwar, Jay lügt und weiß, Dalu wird als nächstes Präsi und der wird die blaue verschwinden lassen. Lass mal bitte skippen bis zu mir. Ich möchte einmal und ich gucke, ob das drei rote sind. Hey, aber warum, weil du warum drei du blaue hattest, das ja, kannst du gerne machen. Fall, also wir haben es auch schon rausgefunden, es müssen nein zwei Faschos also schon revealed sein, also dran gewesen sein nach mir. Ja gut, du warst alles dir andere macht doch gar keinen ja Sinn. Nur wenn du wirklich drei blaue gezogen ja hast. Ja, aber das hey, doch, aber ich glaube, Moment, ich glaub, Peter. Aber warum sollte, genau, warum sollte er lügen und eine rote weggelegt haben? Ja, echt? Wieso ist das denn? Ja, also ich habe acht dann blaue drei blaue. Nee, das macht ja also gar ich keinen find, ich Sinn. Find, nee, das ergibt wirklich keinen Sinn. Ich möchte noch einmal ich finde das mit Skippen auch gut. Okay, können wir machen. Also können wir aber ich möchte Jay trotzdem vorher noch hören. Ich bin für ja, ja, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir jetzt nicht Hitler wählen dürfen. Na, oh, nur ja mal einfach so ist zur das Info. Nicht ab ja jeder Runde? Nee, ab jetzt. Nee, ja, ab jetzt. Also ja, okay, ja, ab ja, aber ab da an hat der gewonnen. Schnellste oh Spiel oh, oh, das wäre wild, wenn Sepp Hitler wäre. Also ich möchte, nee, also ja Sepp müsste ja dann, also bin wer so weiß, ja, okay, was Sepp okay als Kanzler aber wählt, ich genau möchte das nur einmal sagen. Ja, ja, dann wahrscheinlich Jay wählen, aber wir weil können Jay gerne halt nein kein machen Hitler ist. Ja, na klar. Ich bin, also wie gesagt, wenn das jetzt warum nicht, auch also immer ich der Fascho bin. Wenn wir jetzt wirklich auf wieder Wahrscheinlichkeit sehen, was du bei Secret Hitler absolut nicht machen kannst, weil es Käse ist, Sepp wird nicht gelogen haben, weil es Quatsch wäre zu lügen. Das also Quatsch, ja. Das Einzige, wo die Lüge Sinn gemacht, nicht mal dann, wenn, also Peter hätte, die hätte ja sehen können, dass es nicht so blau ist. Das heißt, Sepp hat auf jeden Fall die Wahrheit gesagt. Er würde aber auch die Wahrheit sagen, wenn er Fascho ist, weil natürlich es, ja, kannst ja nichts machen. So, aber danach sind ja so viele Blaue genau verschwunden, korrekt, dass das ja gar nicht sein kann, weil es gibt nur zwei Faschos. Das ist richtig. So, und deswegen müssen die meisten Blauen in dieser Ecke hier verschwunden sein. Genau. So,
was ja auch bis dato nicht anders ging. Es kann aber trotzdem. Aber die meisten Blauen sind in der Ecke verschwunden, weil zwei Blaue hier verschwunden sind. Jay, das ist total. Ja, aber das ist Quatsch. Aber Dalu und Peter können trotzdem auch noch der Counterpart sein, weil die ja gewählt wurden. Hat Sepp drüber nachgedacht, uns anzulügen, um es später zu revealen und alle abzufacken. Möchte ich nur noch mal dran erinnern. Okay, Mikkel ist Fascho, weil das ist nämlich absoluter Bullshit. Ich habe einfach nur darüber geredet. Genau, er hat nur gefragt, ob er Sinn machen würde, das zu tun. Also ich würde ziemlich riskant finden, den Counterpart zu wählen bei einer 4 gegen 2 Situation. Denn wenn irgendwo eine Runde durchgeht und auf einmal ist so sowas nochmal, was ihr hattet, kommt nochmal raus, dann sind beide raus. Vielleicht, was du meinst. Vielleicht wenn viele Infos ans Licht kommen, dann fliegen die beiden raus, die halt am wahrscheinlichsten gelogen haben. Und dann ist das Ende. Also, aber mach erstmal Jay. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wenn Mikkel und ich beide Faschos sind, ich gerade Mikkel nicht als Kanzler gewählt habe, obwohl der Zufall es gesagt hat, weil ich nicht wollte, dass wir nochmal gewählt werden. Oder weil er das Schild nicht haben soll mit Previous Elected und jetzt ist wichtig. Also ja, dann hätte ich doch jetzt gesagt, dann wählt Mikkel zum Kanzler. Das ist doch Quatsch. Wäre vielleicht auffällig, wenn vielleicht das zwei von drei böse sind. Nee, das ist in meinen Augen aber kein Also ich möchte einmal sagen, dass Mikkel, aber lass uns das doch erstmal absolut irrelevant machen. Wahrscheinlich nicht beide Faschos sind. Ja. Das Ding ist nur, weil sonst hätte ich anders gespielt. Also ich weiß, dass Fascho bin. Jay, ich weiß sogar, dass wir nicht beide Fascho sind. Kann ich dir sogar garantieren. Ja, weil du es weißt. Macht es vielleicht sogar mehr Sinn, jemandem, also Dalu oder Peter, den Präsi zu geben und mich als Kanzler zu wählen, damit wir nicht Hitler erwischen? Oder? Aber du kannst doch auch Hitler sein. Nein. Also kann warum ich doch nicht, Jonathan? Wir haben doch gerade rausgefunden, ich bin liberal und zwei andere Faschos. Nee, Das wären doch gar nicht so viele Blaue verschwunden, wenn nur ein anderer weiterer Fascho wäre. Das wird doch gar nicht funktionieren. Ja, wobei, doch, der hat Sepp recht. Nee. Also es ist schon korrekt, dass mit einem Fascho wäre das unlikely. Okay, pass auf. Wenn Sepp wirklich liberal ist, könnte eine Hitler-Fascho-Kombo schon zwei Blaue wieder verschwinden lassen können. Ja, darum geht es doch die ganze Zeit, aber das ist ja das, was wir nicht ausrechnen können. Also, es besteht die Möglichkeit, dass Sepp böse ist. Sepp und Peter legen zwei Blaue weg. Natürlich, weil sie mussten, wenn es drei waren. Das sind die beiden. Ja. So, das heißt, dann irgendwo hier wird mindestens eine verschwunden sein. Wäre die hier. Wenn jetzt ein Fascho nur da wäre. Jetzt sagt Jay, hier kommt eine Blaue. Das ist die. Und dann liegen da noch zwei. Die Chance, dass alles bis dato soweit stimmt, geht sowohl als auch, dass Sepp böse ist, als dass hier zwei böse sind, als dass hier einer und hier einer ist. Es ist alles noch drin. Wir können, nichts sagen. Übelst unwahrscheinlich. Ja, genau. Das mit Sepp wäre einfach unwahrscheinlich. Ja. Ich finde, Sepp ist der Liberalste aufgrund dessen, was bisher passiert ist. Genau. Geben wir ihm deswegen die Möglichkeit zu schießen oder geben wir ihm deswegen den Kanzler, weil er nicht Hitler ist oder unwahrscheinlicher Hitler ist? Genau. Dann würde ich ihn schießen lassen. Ja, ich würde ihn auch Präsi geben. Aber dann kann das Spiel direkt vorbei sein, wenn wir dann Hitler wählen. Ja, okay, aber genauso kann es so sein, wenn er Hitler ist und keine Wahl hatte. Das kann man in dem Spiel doch nie sagen. Vor allem, aber es ist auch wichtig, dass Jay jetzt schon gesagt hat, wir haben drei Rote. Wenn das wirklich wahr ist, dann würden wir im Zweifel wirklich einem Fascho die Möglichkeit geben zu schießen. Also ich bin mir, du bist doch aber der Präsident. Du bist Präsident schießt. Es ist ja gerade noch Diskussion. Genau, es ist ja Diskussion. Also Jay hat gesagt, hier kommen keine Blaue, hier kommen drei Rote. Ja, habe ich doch gesagt. Genau. Ja, und das ist halt unmöglich. Dann macht das vielleicht wirklich mehr Sinn, Präsident zu machen. Drei Rote, das heißt, da liegen noch zwei Blaue rein. Also muss nicht sein, aber da liegen noch zwei Blaue. Eine Blaue weg, zwei Blaue weg, da zwei. Ja, da muss eine Blaue. Wenn da wirklich zwei Blaue drunter sind, muss nur eine einzige verschwunden sein. Ja, wenn da wirklich zwei Blaue ganz unten drunter liegen. Dann wären ganz oben drei Blaue und ganz unten zwei Blaue. Beim Mischen? So, was möglich ist das. Ja. Aber. Selbst sollte also Präsi werden. Egal. Selbst sollte und Mikkel erschießen. Mick soll sich auch. Sehe ich auch so. Ja, okay. Nein. Komm, warum denn mich und nicht dadurch? Ich bin auch für Mick. Ich bin jetzt Präsident. Also nein. Ich wähle Mickel. Wir machen Nein. Ja. Nein. Wir machen Nein. Nein. Warum Nein? Wir machen Nein.
Warum ja? Ich wollte auch gerade sagen, oh, das ist aber Scheiße. Mikkel. Wer wird eigentlich der Kanzler? Ja, das hätten wir nicht mal klar. Das hätten wir vielleicht mal vorher, bevor wir die Nines machen. Das bleibt doch hier noch nicht. Bleibt das nicht? Nein, 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 das wir hier. Können wir ja jetzt noch. Aktuell habe ich ja noch hier nirgendwo. Ich krieg ja nicht das Ding. Okay, dann würde ich jetzt dann vorschlagen, das ab jetzt zu machen. Hä, warum lass du doch machen, wenn das nicht ist? Nee, nee, wir wollen das hier nicht alles forcen, wie die Faschos. Ja, aber Moment, wir können nein, wir sind doch in der maximalen Überzahl. Selbst wenn Sepp jetzt einfach sagt, genau, ihr wollt, dass wir Mikkel wählen und Sepp wählt dadurch, dann wählen wir einfach nein. Wir sind doch vier gegen. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall eine rote. Ja. Die kriegen wir doch eh, oder da nicht? Da liegen doch drei, hast du gesagt. Hey, ja, nein. Wenn das umgedreht wird, dann ist doch hier die recht. Election. Da hat Jay recht. Moment, die ist jetzt also es muss selbst durchgehen. Das ist richtig. Ja, es muss selbst durchgehen. Ja, und ist doch egal, ja, weil wir kriegen doch eh die rote. Ja, genau, wir kriegen doch eh die rote. Ja, aber Jay argumentiert der schon richtig. Naja, wenn Sepp nicht was das passiert, macht, was wir wollen. Wenn Sepp jetzt gleich einfach irgendwas nimmt, was der Tisch nicht möchte, dann ist nein, dann haben wir eine rote. Jay war nicht. Ja, aber wenn der gewählt wird, haben wir auch eine rote. Und dann darf Sepp sogar Jay, war nicht die Regel, dass wenn keiner gewählt wird und die rote Karte geforst wird, dass dann nicht geschossen wird? Ja, dann wird nicht geschossen, das ist richtig. Ja, dann ist das doch egal. Dann ist es doch fast besser, wenn er was anderes macht, als wir wollen. Okay, genau, wir gehen jetzt einfach die ganze Zeit so weiter, bis wir jetzt machen die ganze Zeit. Aber im Verhältnis ist es, nehmen wir an, Sepp wird jetzt Präsi und wählt was wir nicht wollen. Dann wählen wir nein und es wird nicht geschossen. Okay. Win. Das heißt, wir diskutieren erst, wenn wir so spät sind, wenn es wieder zu spät ist. Okay, dann wir können es jetzt schon. Das ist auch voll egal, wir haben uns jetzt schon committed, dass wir skippen. Jay, das ist Demokratie. Ich beuge mich der Demokratie. Nee, ich gebe den Kanzler jetzt hier nicht ab, bevor wir nicht sagen, wen Sepp wählen soll. Okay, können wir machen. Ich bin verwirrt. Sepp, wen willst du wählen? Also bei Mikkel habe ich jetzt so ein bisschen Sass. Aber das ist eher so ein Gefühl. Ich kann das sowieso nicht proven. Mikkel, Dadosh und Jay. Da sind halt mindestens das einer Mikkel, von denen Dadosh ist halt Mikkel, Dadosh und ich Fascho. Kannst du wählen. Nicht Jay. Gut, wenn mindestens einer von denen Fascho ist, dann ist mindestens auch einer vielleicht Fascho von eurer Seite. Dalu und Peter können Fascho sein, aber dann müsste in einer Runde wirklich zwei Blaue gezogen worden sein und zwei Blaue dann bei der Combo verschwunden sein. Also das heißt, ist halt ein bisschen unwahrscheinlicher, wie Mikkel, Dadosh oder Jay. Ja, weißt du, warum das am unwahrscheinlichsten ist? Es ist doch ein Fascho und ein Hitler. Genau. Das heißt, nur der Fascho weiß, wer Hitler ist. Stimmt, ja. Und dann kann doch der Hitler nicht einfach die zweite Blaue weglegen. Stimmt, er weiß auch nicht. In der Hoffnung, dass der andere der Böse ist. Also aber, das ist Quatsch. Jo, das ist aber richtig. Dadosh könnte also dann Hitler schon sein. Gutes nee, warte mal. Dadosh könnte Oh, warte mal, jetzt Dadosh könnte Also es werden sein. Nicht zwei Blaue in einer Runde verschwunden sein. Es müssen zwei Blaue beim Abgeben weggegangen sein. Da bin ich bei dir. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, Dalu, aber es kann sein. Also ist entweder Mikkel und Jay, Dadosh und Dalu oder Mikkel und Dadosh. Also was ist mit Jay und Dalu würde ein absolutes Glücksspiel sein. Ja, wäre auch wirklich. Weil dann müsste erstmal hätte er eine blaue weglegen müssen und dann hätte ich raten müssen, Dadosh ist bestimmt der Fascho. Aber du hättest dich doch revealen können als Fascho gegenüber Hitler, wenn du dann die blaue wegschmeißt. Ja, aber genau, als Fascho gegenüber Hitler. Müssen. Aber dann hätte der andere doch, wenn der andere nicht böse gewesen wäre, hätte er gesagt, Moment, ich habe doch zwei Blaue gegeben. Als Fascho weißt du ja, dass Dadosh Hitler ist, wenn Dadosh Hitler ist. Du weißt ja, du kriegst gerade schon Hitler. So rum stimmt das. Kriegst du eine blaue und eine rote. Aber dann weiß Dadosh nicht, dass Dalu verschwunden ist. Nee, aber dann weiß Dadosh das in dem Augenblick. Ja, aber doch, dann weiß Dadosh das. Doch, dann weiß Dadosh das. Ja, dann wird Dadosh ja nicht sagen, das ist ja ein Fascho-Move. Wieso kriegst du eine rote? Ich habe aber, habe ich zuerst gesagt, dass er, ich glaube, ich habe zuerst gesagt, dass er zwei bekommen hat. Ich weiß aber es nicht mehr ist genau. Ja, egal. So wäre es wirklich. Das wäre super risky halt. Nein, das wäre nicht risky. So kannst du dich doch perfekt als Fascho gegenüber Hitler revealen. Ja, also ja, es ist möglich. Also ja. Es geht jetzt aber darum, wen Sepp wählt, weil er darf natürlich nicht den Hitler wählen. Genau. Also wir dürfen nicht den Hitler wählen. Also ich glaube, Peter zum Beispiel ist... Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich ist nicht Peter, doch, du hast was gemacht, Peter. Du hast gerade eine rote gelegt. Ja, richtig? Oh, Moment. Und am Anfang mit mir halt die blaue, gut, das ist irrelevant. Aber wenn du Hitler wärst und du hättest mit Jay
jeweils da zwei blaue weggemacht oder überhaupt eine blaue weggemacht, dann glaube ich nicht, dass du die rote gelegt hättest. Ja, Moment, oder Jay hätte dir die Wahl gelassen, eine blaue zu legen, damit du halt proven bist. Deshalb glaube ich nicht, dass Peter schon mal Hitler ist. Aber durch Mickels Call kann ich nur maximal Fascho sein, nicht Hitler, richtig? Richtig. Weil ich mich ja nicht dem Fascho revealen kann. Ich würde nämlich auch sagen, wir nehmen Dalo dafür, tatsächlich. Hätte ich auch gesagt. Wäre ich auch so ein bisschen dabei. Find, also okay, dann erklärt mir das nochmal kurz. Ich habe noch nie mit Dalo gespielt, okay, als er Hitler war. Ich habe was Kluges gesagt. Ja, das hat er wirklich. Ich musste lange drüber nachdenken. Wenn, es hieß ja, dass entweder zwei von den Leuten hier eine blaue weggelegt haben oder, also entweder Mikkel und Peter oder halt wer auch immer dir die Karten gegeben hatte und Dadosch und ich. Wenn Dadosch Hitler ist und ich Fascho, ja, dann weiß ich ja, dass er Hitler ist und ich lege einfach eine blaue weg. Ja. Korrekt? Wenn Dadosch Fascho ist und ich Hitler, dann kann ich das nicht machen, weil ich nicht weiß, ob er böse ist. Genau. Richtig. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, oder gibt es sie, dass du Hitler bist und irgendein anderer an diesem Tisch Fascho ist. Das heißt, ich hatte wirklich drei Karten und habe sie dir gegeben. Ja, und ich nein, bin da voll ja genau. Aber und dann, aber sind, dann, wir wieder bei der, dann sind wir wieder bei der, bei diesem Ding, wo sind die Blauen verschwunden? Ja. Und das kann ich nicht gewesen sein. Genau. Sehe ich okay, auch so. Nee, dann, ja, keine Ahnung, ob ich da jetzt einen Brain-Lag habe, aber nee, ja, ich würde auch sagen, dass wir Dalo als Kanzler nehmen sollten. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt irgendwie anders gegen argumentieren könnte, wenn ich es wollen würde. Ich finde das logisch. Ich glaube, klingt... Dalo ist Fascho. Ja, also ja, aber Dalo Fascho wäre egal. Das wäre egal. Das wäre egal. Mhm. Weil der ist rot. Das ist egal. Mann, ich habe mich wieder falsch. Nee, Dalo, das ist okay. Also die Argumentation klingt sehr vernünftig. Das Einzige, was mich gerade verwirrt, ist, dass zu wenig Leute dagegen argumentieren. Na, was wollen Sie gegen Logik sagen? Weil es so auffällig ist, oder? Ja, also, ich hab nachgedacht und das geäußert. In dem Fall ist das Gegenargumentieren schwer, weil hier gerade nur Fakten auf dem Tisch liegen. Ich war nicht dran sonst. Ja. Und vor allem, wenn wirklich drei liegen, also wenn wirklich drei Rote kommen, ist es ja erstmal primär den Faschos egal, in Anführungsstrichen. Sie sind auf der sicheren Seite, weil eine Rote kommen wird. Sie können ja auch hoffen, dass noch ein Liberaler dann stirbt. Genau. Das wird vielleicht auch kein Fascho, kein Fascho wird je was dagegen sagen, weil vielleicht Sepp der Fascho ist. Mhm. Okay. Wir gucken mal. Ich wollte es nur sagen. Ja, ja, nee. Aber ihr habt das, ich beuge mich. Okay, jetzt haben wir jetzt das plötzlich. Hab ich schon vorhin? Einmal, vorhin warst du hier. Vorhin habe ich das auch gesagt. Wir haben noch ein anderes und dann, Problem. Machst du was ich habe nie gemuckt. Wenn ich gewählt werde und Jay hat natürlich nicht gelogen, warum sollte er, sonst ist er raus. Dann kommen drei Rote. Ich lege ja eine Rote dann. Dann musst du schießen. Genau. Ja, dich. Aber dann müssen wir so eine Strafe. Nee, dann das ist richtig, du das ist richtig. Dadurch erschießen. Also da kommen wir ja nicht drum rum. Und da finde ich, also deshalb wollten wir Micha als Präsident nehmen, weil das kleinere Übel ist, weil bei mir zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass ich liberal bin, am höchsten ist. Sodass wir dann hoffentlich vernünftig ausdiskutieren können. Genau, aber wer steht überhaupt zur Wahl? Wer steht denn als potenziell böse also, da? Also, am ehesten ist es Jay und ich, weil ich hab, weißt du, weil ich zwei Rote gelegt hab. Siehst scheiße. Ja, kann unlucky sein, kann aber auch so sein, dass du halt einfach Pech hattest und trotzdem Fascho bist. Es also kann ja beides sein. Das ist geil. Sein. Warum? Ich finde das einfach scheiße. Mit meinem Wissen. Wow. Das ist doch Fecke. Menno. Ich krieg Mama. Mit meinem Wissen. Weißt du, nur weil ich die ganze Zeit irgendwelche Scheißpech habe. Ja, so ist das im Leben. Warten wir noch 5 Minuten, bis er sich. Ja, also, was soll ich denn machen? Ja, was soll ich denn machen für dich? Ja, keine Ahnung. Ich versuche halt irgendwie noch smart zu spielen, solange ich kann. Du musst für dich kämpfen wie eine Löwenmutter. Das ist alles. Nee, ich hab schon halb aufgegeben, weil jeder gegen mich. Ja, das ist das Problem. Aber keiner redet doch gegen mich. Keiner hat doch was gegen mich. Ja, natürlich hat keiner ein Problem. Natürlich hat keiner ein Problem dagegen, weil ja zwei Faschos noch da sind und drei Dulli-Liberale, die mich auch töten wollen. Das ist jetzt erschossen. Nein, jetzt hab ich gekämpft dafür. Und wir schießen deswegen auf Dadosch. Und ich zeige mit den Fingern auf euch mit meinem Skelett, wenn ihr mich erschießt. Dann schießen wir auf Mickel. Wir schießen auf Dadosch. Ich bin eh bei Mickel. Also wir schießen Mickel auf Dadosch, weil Dalu ist der. Jetzt muss ich wieder nachdenken. Was der Fascho? Dalu ist der Fascho, der sich wir gegenüber. Wir sind 5 Schritte im Voraus. Ja, können wir Dadosch erst mal lassen, ob da wirklich drei Rote sind? Ja.
Ja, also da kann Jay nicht gelassen. Wenn Jay nee, da komm, wir machen das jetzt. Hat er wieder einen Masterplan gehabt, der nicht aufgegangen ist, weil ich erwartet habe, dass wir skippen. Ah, nee, nein, das funktioniert auch nicht. Wir machen das jetzt erstmal. Versuch's nicht zu zerdenken, bitte, Peter. Beginnen wir mit unseren Verteidigungsreden. Es kann nur scheiße werden jetzt, ey. Das gibt's ja nicht. Oh, endlich mal was Vernünftiges. Damit auch jeder hier Nein wählt. Ah, Leute, ey. Ist klar. Ihr wollt auch verlieren, glaube ich, ne? Ich glaube auch, Mikkel. Okay, also ich frage nochmal nach, ja? Damit der Spieler ist vorbei! Er will den Finisher machen! Also ich frage nach, ne, damit nicht hier, ach ja, schnell Dalu wählen. Ja, ich frage in die Gruppe nicht. Nach. Also pass auf, die Alternativen wären dann Mikkel und Dardosch. Nee, es geht erstmal darum zu wählen, damit ich den Schild nein. Welchen jetzt Kanzler geht es nur darum. Würde. Nur Mikkel, Dardosch und ich sind gerade offen. Das heißt, Mikkel oder Dardosch wäre auch noch eine Option. Ja, nee. Also für mich ist Dalu eher der Fascho und Dardosch eher der Hitler. Ach, sei ruhig, Mikkel. Ja, aber deshalb dürfen wir Dardosch nicht wählen und Dalu können wir wählen. Ja, Dalu ist die einzig sinnvolle Wahl. Und wenn er jetzt Mikkel wirklich Hitler ist, dann würde ich das nicht erklärt haben, wie das sein kann. Bei Mikkel kann halt alles sein. Und also spricht eigentlich eher was für Dalu. Kann halt sein, dass du Dardosch liberal bist und Dalu halt Hitler und ja, zwei Rote bekommen hat. Ja, aber es müssen ja trotzdem vorher Karten verschwunden sein. Da müssen die Karten, die Karten habe ich ja nicht verschwunden. Nicht bei mir verschwunden. Ich war nicht dran. Sepp und ich haben also zwei halt, logischerweise. Ja, das wissen wir ja. Zwei. Mikkel hat eigentlich sein. Mikkel hat eine als der Fascho und Dalu ist der Hitler. Also es würde kommen, gehen. Oder was? Dann wäre Mikkel aber nicht durchgehend. Das Problem ist, dass dann drei Rote kommen hier. Also theoretisch geht das alles. Aber das Wahrscheinlichste ist es nicht, würde ich behaupten. Ja. Ich habe auch schon ein paar kluge Sachen gesagt. Das mache ich als Fascho eigentlich nicht. Das ist tatsächlich die smarteste Entscheidung. Also ich glaube, so von rein von der Wahrscheinlichkeit ist Dalu am unwahrscheinlichsten. Dann hätte Hitler. Ich auch das mit dem Schießen jetzt am Ende nicht erwähnt, wenn es mir egal gewesen wäre. Ich muss auch sagen, wenn du eh gewinnst, dann ist dir das aber egal. Das Ding ist, war Dalu jemals Hitler in den Runden? Kein einziges. Doch, 2019. Ich habe ihn nämlich mit Peter. 1945. Weil er kämpft wirklich so wie sonst immer, wenn er halt liberal war. Meiner Erinnerung nach. Aber das erste drei Mal ist, dass ich kämpfen kann und eine Chance habe, dass mir wer zuhört. Ich würde auch sagen, die einzige Wahl ist Dalu. Dalu, was willst du denn, auf wen geschossen wird? Dann. Das ja, das kommt dann. Wir gucken nein, das wird mich sehr interessieren. Der Tisch ist auch relevant, oder? Na, also wahrscheinlich auf Mikkel oder mich. Also unabhängig jetzt von eurem Gespräch, wir hatten das Thema gerade schon. Ausgehen. Deswegen hatte ich ja auch gerade schon gefragt, also bevor wir überhaupt gewählt haben, auf wen überhaupt geschossen wird. Weil geschossen wird beim nächsten Mal, wenn Jay nicht gelogen hat. Und es gibt keinen Grund zu lügen mit drei Roten. So. Naja, doch, wenn einer von euch Fascho wäre. Genau, so, okay, pass auf, die einzige Möglichkeit zu wählen, dann ist aber eh vorbei. Ist weil aber ein gefährliches das wäre Spiel. Super gefährlich. Jay sagt, da kommen drei Rote. Das sagt er dann nur, weil ich sein Kollege bin. Oder jetzt Peter. Haben wir aber geskippt und wir haben das gemacht. Ah, nee. Du siehst jetzt, da ist eine blaue bei. Die sollte ich ja verschwinden lassen. Ja. Dann ist ja vorbei. Genau. Ja. Dann sind ja beide raus. Hat er mit dem Skippen nicht und dann kann Sepp dich das erschießen. Ist Jay. Es sei denn, du bist Hitler und das war dein Masterplan, dass du zweimal skippst und dann der Kanzler ich wird. Dann hast du aber auch verdient gewonnen. Ja, dann hast du, also wie gesagt, wenn du jetzt wirklich Hitler bist, dann Chapeau. Ich möchte, weil das gerade angesprochen wurde, nochmal daran erinnern, dass alle, die gleich die Karten ziehen, die Schnauze halten müssen, bis gelegt wurde. Ja. Ja. Eine Andeutung. Falls Sepp gleich sieht, oh, da ist ja eine blaue. Achso, Keine Reaktion. Erstmal müssen wir gucken, dass nicht Hitler ist. Ja, dann hau ihn den Kanzler hin und dann gucken wir mal. Okay. Da sind wir uns jetzt einig, ne? Okay, Dalu? Das wird eine Katastrophe. Ich hab Angst. Jetzt vorbei. Ja. Oh, wie, Dalu, das war so scheiße komm, von du dir. Bist ich kann mein dir nie wieder vertrauen. Ja, mein liberaler Freund. Nein, alle Jahren, das wird nix. Ja! Ihr Ficker! Ja! Da ist er doch, ihr Ficker! Meine Fresse, Dalu, wir sind so am Arsch gewesen. Mann, wir sind so Alter, am Arsch ich gewesen. Ich hab's doch gesagt und dann wird das einfach verneint. Das ist Alter, so Vater, Dalu, das war so gut gewesen. Von dir, Dalu. Und Alter, Vater. Aber Dalu, das war so ein Masterplan von dir. Du warst so gut. Ich hab echt Angst gehabt. Was denn? Haben wir beide wirklich drei Rote gezogen jeweils? Ich habe eine blaue verschwinden lassen, natürlich. Ja, ich hab eine rote gehabt, also. Alter. Puh!
Ich hab genau das sogar am Ende noch gesagt. Und das wurde einfach ganz schnell, weil dann plötzlich, ja, nee, darüber reden wir jetzt nicht auch noch. Nee, das kann, das ist nicht drin. Was meinst du? Ja, ich habe am Ende so gesagt, schwer. Das mit Jay und Dalu ja, war halt der Plan. Die Wahrscheinlichkeit war da am geringsten. Ja, natürlich, also dadurch, natürlich. Ja, das war uns ja, ja auch bewusst, aber die Wahrscheinlichkeit war da halt echt am geringsten. Das so ist. Ich kam unglaublich gut durch. Ich war Hitler, ich hatte nie was gemacht am Anfang, ich konnte nichts legen. Ich wurde sogar geskippt dank Mikkel. Mikkel hat mich geskippt, war nie dran. Ja. Und dann hast du von mir sogar halt zwei rote noch gekriegt. Ja, also das war. Alter, als Jay gesagt hat, da kommen drei rote und ich sag noch, er könnte gelogen haben, wenn Dalu der andere Fascho ist. Ja, das ist das Problem. Ich wollte halt sagen, oh ja, guck mal, Dalu, du darfst jetzt schießen. Blaue wohl weggehen. Ja. Und dass er Fascho war, also das klang, ich weiß nicht, wie er sonst spielt, weil ich habe, glaube ich, fast immer nur gespielt, wenn er Fascho war. Aber es war so typisch, dass er so eine kleine Mimose ist. Ja, aber ich dachte eher, dass es Mikkel und Jay sind, wirklich. Also Jay war ich mir auch sehr, relativ, also das hätte mich überrascht, wenn er es nicht ist. Ich meine, die Chance ist ja auch sehr hoch, dass Mikkel es ist. Also ich hätte gedacht, Peter wäre Hitler gewesen. Ich wusste, dass Mikkel liberal ist, weil ich böse war. Ja gut. Ja, das ist immer so. Ja, gut gespielt. Also, das war mega stark. Also, wir haben alles ausdiskutiert, wir haben nach den Wahrscheinlichkeiten gespielt und was willst du machen? Der einzige, es war wirklich glücklich, also beziehungsweise es war gut, dass dann quasi Peter und meine Wahl durchgegangen ist, weswegen dann quasi Peter geblockt wurde und dann nur noch Dalu, Dadosch und Mikkel offen blieb. Ja. Ja, für den theoretischen Skip. Ich hatte aber gehofft, dass wir nicht skippen und einfach weiterspielen. Ja, das dachte ich mir. Und ich dann Dalu zeige, dass ich sein Kollege bin und er schießen kann. Das war mein ursprünglicher Plan, aber war ein bisschen glücklicher. Da war eine Blaue bei den dreien dabei, Jay? Okay. Ja, da wäre eine Blaue gekommen. Das wäre böse geworden. Das wäre sogar die erste gewesen. Also wenn wir noch einmal geskippt hätten, die zweite. Okay, ja, gut. Wir hätten einfach so gewonnen, das wäre so gut gewesen. Ja, ich weiß halt nicht. Mikkel wäre hart am Sack gewesen. Selbst wenn er erschossen worden wäre. Ja. Und Dalu hätte, ich habe alles dafür gegeben, dann irgendwann auf. Nee, es wäre ja eine rote gekommen, es wäre ja eine blaue gekommen, wenn es durchgegangen wäre. Nein. Das Schlaue, was, wenn Sepp gesehen hätte, dass da blau, rot, rot ist. Ja. Dann hätte ich an Sepps Stelle die, geht ja nicht. Nee, du kennst auch nicht. Du wärst safe der andere dann auch gewesen. Also nein. Wenn ich nur Fascho wäre und er Hitler. Aber das konnte er gar nicht wissen. So, also das hätte er so oder so, das ging ja nur so. Die einzige Möglichkeit, um das zu callen, war, wenn... Ansonsten wäre das Spiel vorbei. Sonst hätte Sepp die Blaue weglegen können, damit er auf jeden Fall den Schuss bekommt. Ich hätte aber auch spielen können. Und kann dann Hitler erschießen. Ich habe mir schon da zurechtgelegt, dass selbst wenn Sepp rot gelegt hätte ich gesagt, Sepp ist Fascho, weil da war eine blaue drin. Das habe ich euch aber nicht verraten. Das andere wäre gewesen, Sepp ist safe liberal, weil da ist eine blaue drin. Ja, und das habe ich mir so zurechtgelegt. Ja, kommt halt drauf an. Nee, du wärst safe Fascho gewesen. Ja, okay. Doch, also. Ich habe es mir so zumindest schon zurechtgelegt, dass ich eine Ausrede habe. Genau, Dalu hätte der andere. Nehmen wir an, da Jay wäre liberal und sagt, da kommen drei Rote. Und ich bin jetzt Hitler, bin dran und sehe, haha, da kommen drei Rote, ich verstehe schon. Ich lege die Blaue weg, dann wäre ich am Arsch gewesen. Weil dann wäre ich auf den Bait reingefallen. Das kommt auch noch hinzu. Ja. Also es sind einige Möglichkeiten, die ich mir hat offen gelassen, aber die wären halt wahrscheinlich echt komplett gelöst von euch worden beiden vom gespielt. Mob. Also das war echt stark. Ich habe noch nicht ganz, worden, wenn die Blaue gekommen ganz herausgefunden, wo wir es hätten merken können. Nee, also, schwierig. Ich hab's nicht gemerkt. Also, ja. Also, die drei so, Blauen haben halt gebumst. War halt nicht so hoch bei ihnen. Dalu hat halt das perfekte Spiel für Hitler. Und ich glaube, es gibt halt keine andere Option, den Kanzler zu voten. Also, ich glaube, alle anderen Optionen wären schlechter gewesen. Ja, würde ich auch sagen. Aber das lesen wir dann in den Kommentaren, wo wir es verpassen. Ja, wenn mein Vote durchgegangen wäre, wenn ich einen gevotet hätte, dann wäre es noch weitergegangen. Die drei Blauen haben euch halt auch ziemlich hart gebumst als Liberale. Also da war schon, das war schon so ein richtiger Freifahrtsschein. Und Mikkel, hattest du am Anfang Sorge, dass du neu ziehen musst? Nee. Nee, es war wirklich nur die Überraschung, so, ich dachte, jetzt hat Peter da revealed. Achso, ich dachte, weil du bist ja auf gar keinen Fall Hitler sein. Nee. Das ist eine geile Runde. Ja, gut Job. Das war auf jeden Fall endlich mal Dalu und ich in einem Team. Ja, und ich habe nicht gegen Dalu geredet an der Stelle. Und das war eine sehr schöne Runde. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und haut rein. Bis dann. Tschüss.